Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Frisch aus dem Lidl, den Haul habt ihr gerade noch draußen gesehen, habe ich mir gedacht, ich probiere als erstes den Schoko-Frischkäse-Aufstrich für euch. Von Milbona für 79 Cent. Frischkäse und Schokolade, die Kombination klingt wirklich sehr schräg, kann aber schmecken. Denn seit vielen Jahren gibt es ja auch schon den Milka Philadelphia. Und mal schauen, ob das Pendant bzw. das inspirierte Produkt hier von Lidl genauso geil ist. Wir haben ja als Zutat Frischkäse 53% und dann haben wir Zucker, Kakaomasse, stark entöltes Kakaopulver. Und das ganze Kakaozeug kommt hier, ist von der Rainforest Alliance auch zertifiziert, was ich echt ganz cool finde. Ich bin so gespannt auf die Konsistenz. Ich kann mich noch daran erinnern, damals, vor 100 Jahren, diesen Milka Philadelphia gibt es ja auch schon mindestens 10 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, dass ich fand, dass es so ein bisschen wie so ein Pudding schmeckt. Und so sieht er aus. Es ist total fest, ist total krass, oder? Ich gehe hier mal mit euch zusammen mit dem Messer rein und jetzt schaut mal, das ist fester als Nutella tatsächlich. Das ist ein richtig fester Brotaufstrich. Und ich habe mir ja auch gedacht, Mensch, gerade den Lidl-Haul gemacht, Schokoaufstrich, womit esse ich den eigentlich? Das mir passt doch perfekt hier, diese Käsebrezel. Und jetzt, der die auch mal ausgepackt, die für 59 Cent im Angebot, habe ich mir dieses käsige Teil hier rausgesucht. Lächelt auch so schön, ne? Yes, die Käsebrezel ist gut drauf. Aber zuerst mal probiere ich, oh, mach das niemals nach, nicht so vom Messer ablecken, ist nicht so cool, aber ich mach's jetzt mal, sorry. Was soll ich dazu sagen? Der schmeckt mindestens genauso geil wie der Philadelphia. Tatsächlich. So richtig frisch, cremig, auch echt, schmeckt richtig krass mächtig auch teilweise. Und aber ich finde super. Alter Falter, der ist richtig, richtig gut geworden, ihr Lieben. Also kann das Zeug fast pro Löffel, das ist wirklich geil. Mmh. Mal gucken, wie das Ganze mit der Brezel sich verträgt. So, ihr Lieben, ihr könnt schon sehen, ich war schon mit dem Messer drin. Ich habe gerade einen Daumen auf der Linse gehabt, deswegen muss ich nochmal euch hier die Konsistenz zeigen von dem Brotaufstrich. Der ist wirklich richtig schön. Schaut euch mal an, wie fest der ist. Ich kann mit dem Messer hier den Brotaufstrich heben. Natürlich habe ich ein neues Messer genommen, weil das eine habe ich schon abgeleckt, das zurück da reinzumachen. Das finde ich auch nicht so cool. Jetzt kommt aber dieser Aufstrich auf die wunderbare Käsebrezel. Und dann wird gleich mal hier vor der Kamera probiert. Sieht echt doch fast genauso aus wie Nutella, oder? Krass. Das große Finale mit der Käsebrezel und dem Frischkäse-Schokoladen-Brotaufstrich. Was ist eigentlich der Vorteil, wenn man Frischkäse mit Schokolade mischt? Es ist nicht ganz so mächtig wie zum Beispiel eine typische Schokocreme, Schokohaselnusscreme. Das hat hier tatsächlich nicht über 500 Kalorien, sondern 347, aber immer noch 20 Gramm Fett. Es ist mächtiger als Frischkäse, definitiv. Aber nicht ganz so mächtig wie so eine Schokohaselnusscreme. So. Die Brezel ist in Ordnung. Der Brezel würde ich übrigens so 7 Punkte geben für so eine SB-Back-Discounter-Brezel. Ja, eine richtig geile Brezel, frisch. In Bayern oder Österreich habe ich schon gegessen. Dagegen hat so eine Brezel nie eine Chance. Und der Aufstrich, um den geht es ja auch. Der ist echt gut gelungen. Vielleicht, ich finde ihn ein bisschen zu mächtig, weil der Vorteil dieses leichten Frischkäses, damit er so dahin schmilzt. Ne? Aber er ist super lecker. Das ist schon mal kompromisslos geil. Und mein Gott, ich glaube, keiner isst einen Schokobrotaufstrich mit Frischkäse. Und er sagt, oh, das ist gut für die Linie. Nee,
Das hier ist auch Junkfood Deluxe. Und auf einer Skala von 1 bis 10 gibt es dafür geschmackvolle 9 Punkte. Ich finde den richtig gut gelungen. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.